Willkommen zu einem weiteren Video zum Drei-Phasen-Netz. Diesmal geht es um einen Verbraucher in Sternschaltung, aber mit unsymmetrischer Belastung. Beginnen wir mit dem, was wir schon wissen. Zeigen wir einmal einen Verbraucher auf, den wir entsprechend eben in einem Schaltbild darstellen. Das heißt, wir wissen also, wir kommen hier mit den Anschlüssen der Außenleiterspannungen, haben hier also unseren ersten Verbraucher, Teil angeschlossen, das ist also unser Z1. Haben wir hier einen Anschluss für den Neutralleiter. Hier oben wollen wir gleich den Außenleiter mit L1 bezeichnen. Dann, wie bereits erwähnt, ist unser Verbraucher in Stern geschaltet. Das heißt, wir haben also hier unseren Z2 und hier noch einen Z3. Und jetzt müssen wir noch diese beiden Verbraucher Z2 mit der Phase L2 verbinden und den Verbraucher Z3 mit der Phase L3. Damit haben wir also unseren Verbraucher an die Außenleiter angeschlossen und unser Verbraucher kann funktionieren. Tragen wir nochmal die elektrischen Größen ein. Wir wissen, wir haben also hier unsere Spannung UL1N. Komplex, damit wir den Winkel mit hineinbekommen. Und genauso haben wir hier eine Spannung UL2N und hier UL3N. Diese drei Spannungen sind also fixiert und wenn wir im normalen Netz wären, hätten die also einen Betrag von 230 Volt und wären zueinander 120 Grad Phasen versetzt. Was uns allerdings jetzt interessiert ist, wie sieht es mit den Strömen aus? Wir haben also hier den Strom IL1, hier den Strom IL2 und hier den Strom IL3. Und hier den Strom, sagen wir mal, abwehrend IN, den Neutralleiterstrom. So, gehen wir mal von dem einfachen Fall aus, dass wir sagen, okay, symmetrische Last, wir haben also Z1, ist also gleich Z2, ist also gleich Z3, ist also zugleich Z. Ja, haben wir bereits in einem vorherigen Video kurz einmal angesprochen. Und naja, wie können wir jetzt die einzelnen Ströme in diesen Z berechnen? Na, mit dem Ohmschen Gesetz. Das heißt also, wir können sagen, unser IL1 wird also nichts anderes sein als unser UL1N durch unseren Z1. Oder in unserem Fall unser Z. Und ja, wenn wir also die Beträge ansehen, dann wird also IL1 bei IL2 und IL3 sein, nur die Phasenlagen werden unterschiedlich sein, weil die Spannungen ebenfalls unterschiedliche Phasenlagen haben. Konstruieren wir ein Zeigerdiagramm zu diesem Fall. So. Errichten wir hier die Achsen. Eine reelle Achse. Eine imaginäre Achse. Legen wir unsere Spannung UL1N in die Nulllinie. Zeichnen wir noch eine Pfeilspitze dazu. Das ist also unser UL1N. Und wir wissen, der Effektivwert ist 230 Volt im normalen Haushaltsnetz. Und der Spitzenwert dementsprechend Wurzel 2 größer. Wir schauen uns hier jetzt die Effektivwerte an. So, jetzt wissen wir, unser UL2N ist 120 Grad nacheilend. Das heißt, wir zeichnen hier auf minus 120 Grad
den Zeiger für UL2N ein. Und na, jetzt haben wir noch unsere dritte Spannung. UL3N ist minus 240 Grad nachheilend. Zeig mal so hier ein. UL3N komplex so. Und jetzt können wir die einzelnen Ströme dazu einzeichnen. Das heißt, wir werden, gehen wir mal davon aus, dass wir hier als Last einen reinen Widerstand haben, dann brauchen wir keine Phasenverschiebung einzuzeichnen. Das heißt, wir haben also hier zum Beispiel einen Strom IL1 und wenn es symmetrische Lasten sind, dann sind alle drei gleich. Das heißt, wir können als nächstes den Strom IL2 einzeichnen. Und dann verbleibt noch der Strom IL2, dann verbleibt noch der Strom IL3 einzuzeichnen. Liegt also gleich mit der Spannung, aber wie gesagt, am Widerstände. Hat die gleiche Amplitude, die gleiche Größe wie die anderen zwei Ströme, weil wir idente Lasten angesetzt haben, also deshalb jetzt IL3. So. Und naja, jetzt geht es darum zu sehen, na, wie geht es dem Neutralleiter. Und jetzt können wir nochmal hinaufschauen. Und wir können auch hier oben für diesen Knoten hier eine Knotengleichung ansetzen. Indem wir sagen, Summe aller i ist also gleich 0. Die Gleichung im Komplexen ist also gleich. So. Jetzt können wir es anschreiben. Nehmen wir an, dass die abfließenden Ströme positiv sind und die hereinfließenden negativ. Das heißt also, wir haben also plus IN minus IL1 dann minus IL2 und minus IL3. So. Und wir wollen jetzt IN ermitteln, dann formen wir die Gleichung um. Geben wir also IN ein und können sagen, okay, also unser IN wird also sein nichts anderes als die Summe aus IL1 komplex plus IL2 komplex plus IL3 komplex. So. Diese Zeiger addieren wir jetzt grafisch und das bedeutet jetzt, wenn wir also die Zeiger hier addieren, dann können wir es IL1 haben wir schon hier, machen wir mal plus IL2. So. Ich nehme jetzt hier eine andere Farbe für den Strom, damit wir es unterscheiden können, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. So, nehmen wir es wieder grün. Wir nehmen also jetzt den Strom IL2 her, setzen den Zeiger an die Spitze des Zeigers von IL1. So. Haben also hier jetzt den Strom IL2 übertragen und zu IL1 addiert. Und jetzt addieren wir noch den Zeiger IL3, indem wir eben hier an die Spitze setzen. IL3 so. Und jetzt schauen wir uns mal an, wenn wir hier aus dem Ursprung, also aus dem IN aufbauen, sehen wir, naja, dieser Kurvenzug schließt sich, das heißt die Summe dieser drei Ströme ergibt eigentlich 0 und daraus folgt, dass der Neutralleiterstrom IN gleich 0 ist. Und das heißt eigentlich, wir können diesen Neutralleiter, den wir hier oben angeschlossen haben, in diesem Fall einfach abschneiden. So. Und trotzdem würde das System weiter funktionieren, so wie wir es bereits gehabt haben. Ganz anders sieht es jetzt allerdings aus, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben eine unsymmetrische Last.
Also, unsymmetrische Rasten. Da wissen wir, dass Z1 ungleich Z2 ungleich Z3. Unsymmetrische Lasten werden normalerweise eben in normalen Geräten nicht auftreten, aber es könnte ja passieren, dass etwas ausfällt und dann haben wir eine unsymmetrische Last. Deswegen studieren wir jetzt gleich nochmal anhand eines Zeigerdiagrammes den Fall für die unsymmetrische Last. Wir brauchen also wieder ein Koordinatensystem. Beschriften die Achsen. Beginnen wieder unsere drei Phasenspannungen einzuzeichnen. Für die hat sich ja nichts geändert, die sind ja von außen entsprechend eingeprägt. Und wir haben hier also jetzt unser U1, L, also U1, UL1N, um genau zu sein. Wir haben hier unser UL2N, auf minus 120 Grad. Und haben hier unser UL3N auf minus 240 Grad, alles sind gleich groß, 120 Grad Phasen verschoben, werden durch das Netz bereitgestellt, sind also eingeprägt. Ja, und jetzt schauen wir uns die Ströme an. Und jetzt gehen wir mal davon aus, der erste Strom Z1 soll ein Widerstand sein und eine bestimmte Größe eben haben. Das heißt also, wir haben eine Phasenlage von diesem I1, der sich ausbildet, der entsprechend eben hier unser auf U drauf liegt. Schreiben wir hin IL1. Soweit hat sich das vom vorherigen Bild nicht unterschieden. Jetzt gehen wir davon aus, dass in der zweiten Phase ein allgemeiner Widerstand ist, und zwar ein induktiver, das heißt Induktivität, Strom kommt zu spät, das heißt der Strom wird also hinter der Spannung liegen und einen entsprechend größeren Betrag haben. Ziehen wir also das hier mal so weiter hier raus. So, das ist also unser I, L2. Na, und dann gehen wir davon aus, dass wir hier eine UL3 eine kapazitive Last haben, Kondensator, Strom L4. So, machen wir also hier vielleicht noch einen Strom, der etwas kleiner ist, voreilend zur Spannung. Warum voreilend? Das Zeigerdiagramm dreht sich in diese Richtung, damit kommt dieser Zeiger vor diesem Zeiger. So, das heißt, wir schreiben hier IL3 an. Und jetzt wissen wir schon eines. Aus den vorherigen Gleichungen können wir ja sagen, In, der Strom im Neutralleiter, ist nichts anderes als IL1, N, also IL1 plus IL2 plus IL3. Wir brauchen also geometrisch diese drei Pfeile hier nur zu addieren, um den gesamten Strom zu bekommen. Dann machen wir es ähnlich, wie wir es vorher gemacht haben. Ich wechsle die Farbe, damit wir es leichter sehen können. Also zu IL1 fügen wir jetzt hier einen entsprechenden IL2 dazu. Das war sich nichts anderes als das Ding hier parallel verschoben. Also das ist jetzt unser IL2. Und dann fügen wir noch unseren IL3 dazu, das heißt, wir schieben den hier runter, wird also circa so ausschauen. Das ist also hier jetzt unser IL3 und
Der IN wird das jetzt folgendes sein, und den zeichnen wir jetzt rot ein. Der IN wird also die Summe aus diesen drei sein. Also IR1 plus IR2 plus IR3 ist gleich IN, und in dem Fall, wenn wir das hier haben, werden wir also hier einen weiteren Zeiger errichten. So. Werden hier also unsere Spitzchen zeichnen und hier hinschreiben, das ist unser Strom IN. Und jetzt sehen wir, bei einer unsymmetrischen Last ist also unbedingt eine neutrale da notwendig, damit die Strombilanz ausgeglichen ist. So, gehen wir das Ganze noch einmal durch. Also wir beschäftigen uns mit einem Dreiphasennetz Verbraucher in Sternschaltung und unsymmetrischer Belastung. Wir gehen einmal von dem üblichen Anschlussbild an. Wir haben also drei Lasten, Z1, Z2, Z3 im Stern verschaltet. Das heißt, die Enden sind an einem Punkt verbunden, die Anfänge hängen frei. Verbinden jetzt die Anfänge mit den Phasen L1, L2 und L3 und den Sternpunkt mit N. Tragen die Spannungen ein, beziffern die Spannungen mit den entsprechenden Kürzeln, tragen die Ströme ein, die entsprechend hier fließen sollen, und wir legen als erstes einmal fest, dass wir eine symmetrische Last haben wollen. Wir wollen also sagen, Z1 ist Z2 und Z3 ist gleich Z. So. Wir gewinnen jetzt den Strom in den einzelnen Phasen hier durch das ohmsche Gesetz, das heißt die Spannung an der Phase durch den entsprechenden Phasenimpedanz, und können hier drinnen einen Knoten bilden und sagen, die Summe aller Ströme in dem Knoten muss ja 0 sein. Und daher können wir dann hier entlang die Ströme aufsummieren. Wir wählen für die Vorzeichen den abfließenden Strom plus und die zufließenden minus, bilden hier also unsere Gleichung, stellen das Ganze um und sagen, IN ist nichts anderes als die Summe aus IR1 plus IR2 plus IR3. Wir zeichnen ein Zeigerdiagramm, in dem wir die Situation darstellen, legen UL1N in die Nulllinie, 120 Grad nacheilend UL2N, nochmal 120 Grad nacheilend UL3N, gehen davon aus, dass diese Z-Widerstände sind, damit liegen die Ströme in Phase, zeichnen also den Strom in die gleiche Richtung wie die Spannung, wieder 120 Grad versetzt in jeder anderen Phase, und bilden jetzt geometrisch die Summe aus IL1 plus IL2 plus IL3 und sehen, wir haben einen geschlossenen Kurvenzug, das heißt, IN wird 0 sein. Also wir könnten den Neutralleiter wegzicken und das würde trotzdem gut funktionieren. Unsymmetrisch sieht es jetzt anders aus. Z1 ist ungleich Z2 ist ungleich Z3. Damit können wir auf unseren immer noch identen Spannungszeigerzug, das heißt UL1N, UL2N, IL1N, die entsprechenden Ströme eintragen. Wir gehen aber davon aus, dass IL1 durch einen Widerstand bewirkt wird, das heißt, wir sind in Phase, IL2 durch eine Induktivität, Strom kommt zu spät, also induktiv Widerstand und IL3 durch kapazitiv Widerstandskombination, voreilend, bilden jetzt die Summe der Ströme, das heißt, wir reihen also IL1 an IL1, IL2 an, IL3 an und schließen den Kurvenzug durch den Strom, der durch IN fließen muss, und sehen jetzt hier, wir haben also einen Strom IN in einer allgemeinen Lage mit einer allgemeinen Amplitude und der Neutralleiter ist also unbedingt notwendig und belastet. Dieser Fall wird allerdings normalerweise bei Verbrauchern, wie wir sie kennen, vermieden. Wir arbeiten in der Regel mit symmetrischen Verbrauchern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.